Guten Morgen zusammen. Ich bin Isi und ich darf auch heute durch 45 Minuten Yoga für den Rücken leiten. Ich freue mich, dass du da bist und ich würde sagen, wir fangen gleich an. Und dann komm auf deine Matte. Komm am Anfang von deiner Matte und komm auf deine Art und Weise erstmal ins Sitzen. Setz deine Füße vor dir auf. Dann heb dich in die Kniekehle fest mit beiden Händen. Mach die Rucke rund und dann roll dich ganz langsam hinten runter auf deine Matte. Leg deine Arme ganz entspannt links und rechts neben die Körperhandfläche, zeige nach oben. Und dann öffne deine Füße einmal so weit, dass deine Knie ganz bequem und entspannt nach innen kippen können und sich gegenseitig stützen. Und wenn du hier ganz bequem liegst, dann schließ gern einmal deine Augen. Atme mal durch deine Nase ein und durch deine Nase wieder ausatmen. Mach das noch einmal so, atme durch deine Nase ein und durch die Nase wieder aus. Lass deine Gesichtszüge jetzt ganz weich, ganz entspannt werden. Lass die Kiefer einmal ganz bewusst locker. Und dann entspanne auch den Punkt zwischen den Augenbrauen. Nimm dir jetzt einen kleinen Moment, nimm dir ein paar Atemzüge, um Atemzug. Komm ein in dem Raum, in dem du jetzt gerade bist. Und komm auf deine Yogamatte. Deine kleine Insel für die nächsten 45 Minuten. Du darfst jetzt wieder alles loslassen. Alles abgeben, was dich noch beschäftigt. Gedanken, die dir noch durch den Kopf gehen aus dem Alltag. Ganz egal, was es ist. Stell dir vor, wie du es mit jeder Ausatmung ganz einfach über deine Matte in die Erde abgibst. Atme durch deine Nase ein. Und mit der Ausatmung gib jetzt alles ab, was du nicht mehr brauchst. Bring deine Aufmerksamkeit noch einmal ein bisschen mehr zu deiner Atmung. Lass die Atem ein kleines bisschen länger ein und auch ein kleines bisschen länger ausströmen, als du es vielleicht im Alltag gewohnt bist. Nimm dir so noch zwei tiefe Atemzüge durch die Nase ein und durch die Nase wieder aus. Lass dich von deinem Atem unterstützen und durch die kommende Stunde trage. Dann lass deine Augen gern noch geschlossen. Löst deine Knie wieder voneinander, bring deine Füße ein bisschen näher zueinander, dass sie circa hüftbreit vor deinem Popo aufgestellt sind. Deine Arme bleiben ganz entspannt links und rechts neben dem Körper. Und dann mit deiner nächsten Einatmung heb einmal die Popo von der Matte ab, schieb deine Hüfte nach oben zur Decke. Am Anfang vielleicht noch nicht ganz so weit. Und ausatmen, langsam wieder zurück nach unten ablegen. Einatme nochmal nach oben, deine Hüfte will zur Decke, Popo fest. Und ausatme, leg ab. Atme ein, komm nach oben. Und mit der Ausatmung tief. Mit der Einatmung noch einmal nach oben. Und dann halt hier für deine Ausatmung. Und mit der Einatmung schiebt deine Hüfte nochmal höher zur Decke
Und ausatmen, leg ab. Wenn du unter Akku bist, nimm ein Knie nach dem anderen zu dir ran. Nimm deine Knie oder Schienbein in die Hände und dann roll hier ein bisschen hin und her, von links nach rechts, von rechts nach links. Füge ein paar kleine Kreise über beide Seiten. Schenk dir im unteren Rücken eine kleine Massage. Guck mal, was sich heute gut für dich anfühlt. Und dann pendel dich langsam wieder in die Mitte ein. Nimm beide Hände in die Kniekehle und dann komm mit Schwung nach oben ins Sitze. Komm hier einmal in den Schneidersitz. Zieh gerne wieder deine Popobacke einmal so nach hinten und raus weg, dass du deine Sitzbeinhöcker besser spürst. Und mit den I-Atmungen mach deine Wirbelsäule lang. Schieb deine Kopfkrone nach oben zur Decke. Und deine Schultern sinken entspannt nach unten mit der Ausatmung. Wunderbar. Atme ein, zieh deine Fingerspitze zur Decke nach oben, mach dich einmal ganz lang. Und ausatme, lass deine Schultern nochmal aktiv sinken, weg von der oben. Atme ein, hier mit der Ausatmung, dreh dich einmal zu deiner rechten Seite auf, lass deine Hände nach unten sinken. Und ich atme zurück zur Mitte nach oben. Ausatme noch einmal nach links, nach rechts, mir bliebe ich hier. Und ich atme wieder zurück zur Mitte. Noch einmal mehr. Ausatme, öffne nach rechts. Und dann blieb hier. Leg deine vordere Hand auf deinem Knie ab, hinter deine Fingerspitze auf dem Boden abgesetzt. Die Blick geht hinter über die Schulter. Und halt deine Wirbelsäule lang. Atme I bis zum Bauchnabel nach unten. Und mit der Ausatmung zieh den Nabel ganz sanft Richtung Wirbelsäule ran. Mit der nächsten I-Atmung komm ganz langsam wieder zurück zur Mitte. Zieh deine Fingerspitze nochmal lang zur Decke. Und ausatme, öffne dich nach links. I-Atme zurück zur Mitte. Und ausatme nach links. I-Atme, komm zur Mitte, zieh dich lang. Und ausatme, noch einmal öffne und dann halt auch hier. Dann die vordere Hand wieder auf dem Knie, hinter die Fingerspitze, auf dem Boden abgesetzt. Atme I bis zum Bauchnabel nach unten. Und mit der Ausatmung zieh die Nabel ganz sanft Richtung Wirbelsäule ran. Und dann atme I, komm langsam wieder zurück zur Mitte, zieh dich nochmal lang nach oben hier. Und mit der Ausatmung lass nochmal deine Schultern sinken. Wunderbar. Dann setz hier deine rechte Hand einmal neben dir auf der Matte ab. Und links zieht über den Kopf ganz lang. Guck, dass jetzt beide Sitzbeinhöcker auf der Matte bliebe, dass nicht einer abhebt. Und dann guck mal. So, Decke nach oben, zieh vielleicht die Arme noch ein Stück wieder nach hinten, öffne noch ein Stück mehr. Noch für einen Atemzug. Und dann komm langsam wieder zurück nach oben mit der I-Atmung. Zieh alle 10 Finger nach oben zur Decke. Und lass von hier deine linke Hand nach unten sinken, setz sie auf die Matte ab. Rechts zieht über den Kopf ganz lang. Guck auch hier wieder, dass beide Sitzbeinhöcker auf der Matte bliebe. Dann ist die Länge in die rechte Seite und dann guck auch hier nochmal nach oben zur Decke. Zieh auch hier vielleicht die Arme noch ein Stück wieder nach hinten, öffne noch ein Stück mehr. Und dann komm langsam wieder zurück nach oben. Zieh dich noch einmal mit beiden Händen ganz lang und ausatme, lass in die Hände über die Seite nach hinten und es sinken. Verschränkt deine Finger hinterm Rücken, mach deine Hände einmal zum kleinen Päckchen. Und dann zieh mit der I-Atmung deine Hände nach hinten und weg. Schulterblätter ziehen zueinander, öffne die Herzraum. Und mit der Ausatmung löse auf. Wunderbar. Hilf deine Knie vielleicht mit der Hand zurück nach oben und dann komm über die Seite in die Vierfüßler.
Deine Handgelenke sind unter der Schulter, Knie sind unter der Hüftgelenk, Zehenspitze hinter abgelegt. Der Blick geht zwischen die Hände auf die Matte. Dann atme einmal ein und aus hier. Und mit ihrer nächsten Einatmung aus dem Nabel nach unten zur Matte sinke. Der Blick hebt sich nach vorne in die freundliche Katze. Und ausatmen, wird ganz rund, Blick zum Nabel, ärgerliche Katze. Einatmen, lass den Nabel sinken, freundliche Katze, geführtes Hohlkreuz. Ausatmen, wird nochmal ganz rund im Rücken, ärgerliche Katze. Noch einmal mehr, atme ein, freundliche Katze. Und ausatmen, wird nochmal maximal rund. Und die Einatmung kommt wieder in die Vierfüßler neutrale Position. Blick geht zwischen in die Hände. Und jetzt schaff hier erstmal Länge und Stabilität in der Mitte, in der Wirbelsäule. Zieh den Nabel wieder ganz sanft Richtung Wirbelsäule ran. Und dann stell dir vor, jemand zieht dich von vorne vom Scheitel und von hinten vom Steißbein. Ganz lang. Die Schulter. Zieh weg von der Ohren, die Atem fließt. Und dann palt die Länge, palt die Stabilität. Öffne deine Knie vielleicht noch ein ganz kleines bisschen weiter. Und dann verlager mehr Gewicht auf deine linke Hand und nimm mal deine rechte Hand auf deine Schulter. Mit der Einatmung zieh jetzt die Ellbogen nach oben zur Decke. Der Blick kann folgen oder lass ihn unten auf der Matte. Und ausatme wieder nach unten. Einatme zurück nach oben. Ausatme wieder tief. Einatme noch einmal nach oben und dann blieb hier. Achtung, jetzt streck mal von hier ganz langsam und vorsichtig die linkes Bein nach hinten weg. Wenn du den Blick auf die Matte hast, dann hast du ein bisschen besseres Gleichgewicht. Denk wieder an die Stabilität und Länge in der Wirbelsäule. Und dann atme jetzt nochmal ein hier. Mit der Ausatmung bring die Ellbogen nach unten und zieh die Knie nach vorne. Ich atme wieder zurück. Ausatme nochmal nach unten, Ellbogen und Knie zueinander. Und einatmen, nochmal zurück nach oben und hinten. Ausatmen, werden nochmal ganz klein und rund. Und einatmen, öffne, blieb hier. Und dann setz nur deine Hand wieder zurück nach unten. Führ die Beine jetzt einmal rüber zur Sitte und setz die Füße auf den Boden ab. Wenn du hier Akku bist, dann gib ein bisschen mehr Kraft in die rechte Hand. Und mit der Einatmung nimm die linke Hand einmal über, zieh die weit nach oben. Und ausatme, fädel unter deinem rechten Arm ein Stückchen durch. Einatme nach oben. Und ausatme, fädel durch. Noch einmal. Einatme, komm nach oben. Und ausatme, durchfädel. Mit der Einatmung öffne nochmal nach oben, zieh die Arme vielleicht ein Stück nach hinten und dann bring deine Hand wieder zurück nach unten auf deine Matte. Heb die Füße jetzt ab und bring ihn ganz lang gestreckt einmal über die rechte Füße rüber und setz die Zehenspitze hier auf den Boden ab. Und dann guck einmal über deine rechte Schulter nach hinten zu deiner Ferse. Atme tief ein und aus. Genieß die Länge jetzt in den linke Seite. Nimm dir hier noch einen Atemzug. Und dann löst langsam auf, komm wieder zurück in die Vierfüßler. Deine Hände sind unter der Schulter, Knie vielleicht ein bisschen weiter als hüftbreit. Und dann löst deine linke Hand, setze an deine Schulter. Atme ein, zieh deine Schulter über, zieh dir nach oben, Blick geht mit oder bleibt auf der Matte. Ausatme wieder tief.
I-Atme, zieh nach oben. Ausatme tief. I-Atme noch einmal nach oben und dann blieb hier. Und jetzt Achtung, streck wieder ganz vorsichtig und langsam die rechtes Bein nach hinten aus. Denk wieder an die Länge und Stabilität in den Revirbelsäule. Vergiss nicht zu atmen. Und mit der nächsten Ausatmung bringen wir da Knie und Ellbogen zueinander. I-Atme, streck. Ausatme, werd ganz klein. Und I-Atme, streck die beiden Ellbogen nach oben. Noch einmal mehr. Ausatme, werd klein und rund. Und I-Atme, strecke. Dann setz nur deine Hand wieder zurück nach unten. Und streck die Beine einmal zur Seite von dir weg. Setz die Füße hier ab. Wenn du hier Akku bist, mit der I-Atmung, nimm deine rechte Hand über die Seite nach oben. Und ausatme, fädle kleines Stück durch unterm linken Arm. I-Atme nach oben. Ausatme, fädel durch. I-Atme nochmal nach oben. Und ausatme, fädel noch einmal durch. Mit der I-Atmung öffne noch einmal nach oben, zieh die Arme vielleicht sogar ein Stück wieder nach hinten. Und dann bring die Hand wieder zurück nach unten, auf die Matte. Heb die Füße wieder ab und bring ihn einmal rüber, über die linkes Bein. Setz die Zehenspitze auf den Boden ab. Und dann guck einmal über die linke Schulter nach hinten zu den Reverse. Lass die Atem fließen. Dann genieß jetzt hier die Dehnung, die Länge in die ganze rechte Seite. Nimm dir hier noch einen Atemzug. Und dann löse langsam wieder auf. Hol die Knie zurück auf die Matte. Öffne die Knie einmal, Matte breit. Denn die große Zehhände dürfen sich berühren. Und dann schieb die Popo nach hinten auf die Ferse. Lauf mit den Händen ein Stück wieder nach vorne, dass du deine Stirn auf die Matte ablegen kannst. Schließ hier gern einmal deine Augen. Und atme durch. Lass die Popo mit jeder Ausatmung ganz sanft nach hinten unten Richtung Ferse sinken. Nimm dir noch einen Atemzug hier. Und mit der nächsten I-Atmung roll dich ganz langsam wieder zurück nach oben. Bring deine Knie wieder mehr in die Mitte, lass deine Hände ruhig wieder vorne. Und dann komm jetzt von hier ganz langsam, ganz kontrolliert nach unten in Bauchlage. Leg hier einmal ab. Nimm deine Hände gerne als Päckle unter die Stirn, leg deine Stirn ab. Dann roll hier einmal die Becke ein bisschen hin und her, ganz entspannt. Und find wieder die Mitte. Mit der nächsten I-Atmung heb mal die rechte Bein ganz lang nach oben. Und ausatme langsam mit Länge wieder ablegen. I-Atme das linke Bein nach oben. Und ausatme mit Länge ablege. Rechts noch einmal nach oben. Und ausatme, leg ab. I-Atme links nach oben. Und ausatme, leg ab. Den Fußrücken, alle zehn Zehenspitze, schiebe jetzt fest in deine Matte, deine Leiste schiebt fest in deine Matte. Dann heb einmal deine Stirn ab, löse deine Hände und hol deine Ellbogen unter deine Schultern.
Wenn du jetzt deine Hände verschränkst und deine Oberarme fassen kannst, dann hast du den richtigen Abstand. Bring deine Fingerspitze wieder zurück nach vorne. Alle 10 Finger sind gefächert und sind gut geerdet. Und dann mit der I-Atmung schieb die Herzen nach vorne oben durch. Mach deine Wirbelsäule ganz lang, als könntest du zwischen deine Hände durchrobben. Guck jetzt, dass du die Kopf nicht in den Nacken wirfst, sondern die Nacke ganz lang bleibt. Ja, mehr wenn keine Falte hinter im Nacken. Lass die Atem fließen. Und deine Schulterblätter ziehen ganz sanft zueinander nach hinten unten. Bewegung, die man von außen fast gar nicht sieht. Aber man spürt ganz schön viel. Bleib hier, atme wieder. Wir gehen noch einen Schritt weiter, wir werden dynamisch. I-Atme, zieh dich nochmal in die Länge. Und mit der Ausatmung zieh die Becken nach oben, denn die Knie bleiben auf der Matte und die Blick geht zum Nabel. I-Atme, leg wieder ab. Und zieh dich nach vorne lang. Ausatme, heb die Becken. Blick zum Nabel. Und ich atme wieder zurück nach unten. Zieh dich nochmal lang. Noch einmal mehr. Ausatme. Becken nach oben. Blick zum Nabel. Und ich atme. Leg ab. Und dann löse einmal für einen Moment. Mach nochmal Päckchen mit den Händen. Leg den Stirn ab. Lass locker atmen, du. Wir machen das noch dreimal mit I- und Ausatmung. Aber wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir heben jetzt auch unsere Knie von der Matte ab mit der Ausatmung. Wenn das für dich zu viel ist, dann bleib einfach hier mit den Knie auf der Matte, so wie gerade eben. Mach dich wieder bereit. Hol deine Ellbogen wieder unter deine Schultern. Guck wieder, dass du deine Oberarme fassen kannst, dass der Abstand stimmt. Und dann bring Fingerspitze wieder Richtung Matte, anfang nach vorne. Erde deine Hände. Und dann atme ich, zieh dich in die Länge. Bleib erstmal hier. Find wieder die Länge in der Wirbelsäule. Schulterblätter ziehen zueinander nach hinten unten. Deine Fußrücken hinten sind auch sehr gut geerdet, schiebe fest in die Matte. Und Achtung, atme ich hier. Und mit der Ausatmung schieb jetzt fest in den Fußrücken, Becken zieht nach oben, Blick zum Nabel. Und ich atme, leg ab. Ausatme, zieh die Becken nach oben, Blick zum Nabel. I-Atme, leg ab, zieh dich lang. Noch einmal mehr, ausatme, zieh die Becken nach oben. Und I-Atme, leg ab. Wunderbar. Und dann löse auf, steck deine Arme am Körper entlang nach hinten. Leg den Kopf gerne auf Eisseite ab. Lass alles nochmal locker atmen durch. Lass die Gesicht entspannt, lass die Kiefer locker. Und dann schieb wieder deine Fußrücken aktiv in deine Matte. Dass deine Knie vielleicht sogar ein kleines Stück von der Matte abhebe. Deine Beine sind aktiv, die Popo ist aktiv. Und dann ziehen wir die I-Atmung, die Fingerspitze nach hinten Richtung Ferse, sodass die Oberkörper sich ein kleines bisschen von der Matte löst. Lass auch hier wieder die Nacke ganz lang atmen. Deine Schultern ziehen nach hinten und weg von der Ohren. Die ganze Kraft kommt aus dem unteren Rücken. Nimm dir hier noch einen Atemzug. Und mit der nächsten Ausatmung löse auf und leg den Kopf auf der anderen Seite ab. Lass alles locker, atme durch.
Und dann mach dich wieder bereit. Schieb den Fußrücken in die Matte. Und mit der I-Atmung zieh noch einmal deine Fingerspitze nach hinten Richtung Ferse. Zieh deine Hände vielleicht ein Stück höher. Atme. Lass dein Gesicht entspannt. Lass die Kiefer ganz locker. Und dann leg ganz langsam wieder ab. Atme einmal tief I. Lang aus. Und dann hol deine Hände nach vorne. Bring deine Hände unter die Schulter. Und dann schieb dich mit den Händen nach oben, Kunft, Knie. Wenn du magst, öffne deine Knie wieder ein Stück weiter. Und dann schieb dich Hände runter mit dem Popo auf die Ferse. Leg deine Stirn ab. Atme durch. Dann lauf hier mal nur auf die Fingerspitze, ein bisschen wieder nach vorne, Richtung Matte anfangen. Aber die Popo zieht nach hinten unten Richtung Ferse. Spür jetzt die Länge in den Wirbelsäule. Und dann lauf auf deine Fingerspitze mal rüber nach links. Deine rechte Seite ganz lang wird. Und über die Mitte ist langsam rüber nach rechts. Und spür die Länge jetzt in den linken Seite. Und dann komm langsam wieder zurück zur Mitte. Roll dich nach oben. Hol deine Hände wieder unter die Schulter. Lass deine Knie ruhig Matte breit geöffnet. Und dann öffne auch deine Füße so breit, wie deine Matte ist. Setz deine Zehenspitze hinten auf. Und dann lauf mit den Händen Richtung Knie. Die Popo sinkt jetzt hinten auf die Ferse. Und dann heb deine Knie ab. Lauf mit den Händen wieder nach hinten. Bis du in der Hocke ankommst. Wenn die Ferse mit Matte gar nicht berühre, und dann wackel hier vielleicht mal so ein bisschen hin und her, schaukel mal von einer Seite zur anderen. Wunderbar. Pendel dich wieder in den Mitte I. Und dann stütze dich auch mit den Händen, mit der Fingerspitze ab, gib Druck in die Ferse, komm nach oben und richte dich ganz langsam auf ins Stuhl. Perfekt. Komm auf die Matte nach vorne. In den hüftbreiten Stand. Zehenspitze zeige geradeaus nach vorne weg. Dann klappt die Becke einmal so nach vorne oben, dass die Steißbeine ganz sanft Richtung Boden zieht. Rollt in die Schulter. Im großen Kreis nach hinten und weg von der Ohren. Lass deine Knie weich. Und dann atme ihn. Nimm beide Hände über, zieht nach oben. Zieh dich einmal lang. Mit der Ausatmung sink vorne rüber, Vorbeuge, lass deine Knie ruhig beugt, lass den Kopf einmal schwer hängen. Und dann setz beide Hände auf deine Schienbein und mit der I-Atmung komm in die Tischposition, mach deine Wirbelsäule lang. Halte hier, wenn du magst, auch hier deine Knie beugt, wichtig ist, dass deine Wirbelsäule sich lang strecken kann. Stell dir auch hier wieder vor, jemand zieht dich vom Scheitel vorne und vom Steißbein hinten ganz lang. Der Blick geht an den Boden, dass der Nacken auch in Verlängerung ist. Atme. Zieh die Nabel wieder sanft Richtung Wirbelsäule ran. Für Stabilität in den Mitte. Und dann löse jetzt ganz langsam deine Hände von den Schienbeinen und streck sie nach vorne weg. Handfläche zueinander. Noch für einen Atemzug. Und dann lass von hier die Popo sinken. Und die Oberkörper richtet sich auf, als würde schon eine kleine Stuhlhocke. Guck, dass deine Knie vorne nicht zueinander kippen. Spür die Kraft in den Beinen, in den Armen. Und dann zieh dich an die Fingerspitze nach oben ins Stuhl. Ausatmen. Lass deine Hände links und rechts neben die Körper sinken.
Atme ich über, zieh den nach oben. Und ausatme, sink vorne rüber. Atme ich, Tischposition, den die Hand auf die Schienbein, mach dich lang. Und ausatme, löse auf, setz in die Fingerspitze auf die Matte. Und dann stieg mit rechts mal einen großen Schritt nach hinten. Atme ich, mach den Wirbelsäule hier lang, Blick geht nach vorne. Und mit der Ausatmung setz die hinteres Knie auf die Matte ab. Leg gern die Fußrücken ab. Atme ich, zieh dich an der Fingerspitze über vorne nach oben. Die Becke hebt mit nach oben. Und mit der Ausatmung komm aus der Hüfte, aus dem Becken tief. Spür die Dehnung jetzt hier rechts vorne im Oberschenkel. Stell dir vor, du hast einen riesigen Strandball zwischen deine Hände und in die Schulter. Sinke ganz entspannt weg von der Ohren. Atme. Schenk dir selbst ein Lächeln. Und dann schieb den Fußrücken hinter ganz fest in die Matte. Und mit den Ausatmung schieb jetzt die Popo nach oben und hinter, dass die vorderes Bein streckt. Und gleichzeitig los in die Arme, sinke, zieh die Fingerspitze lang nach hinten weg. Die Zehenspitze sind aktiv, ziehen zu dir ran und halt die Wirbelsäule lang. Lieber beug die Knie, dass du die Wirbelsäule strecken kannst. Wunderbar. Atme nochmal I hier und lang ausatmen. Atmen, I, komm zurück nach vorne, ganz langsam, ganz achtsam. Und ausatmen, schieb dich nochmal nach hinten. I, atme nach vorne. Und ausatmen noch einmal nach hinten. Atmen, I, komm zurück nach vorne. Und mit der Ausatmung bring deine Hände zurück auf die Matte. Das heißt, deine Zehenspitze hinten auf, heb die Knie ab. Deine rechte Hand schiebt jetzt fest in die Matte. Mach deine Wirbelsäule nochmal lang. Und mit der I-Atmung nimm linke Hand über, zieh den nach oben, zieh deine Fingerspitze zur Decke. Ausatme, setz deine Hand zurück auf die Matte. Und dann stieg von hier mit links zurück nach hinten in die herabschauende Hund. Lass deine Knie hier gern noch beugt. Mach deine Wirbelsäule lang. Und dann zieh mal abwechselnd deine Ferse hier Richtung Boden. Lauf ein bisschen auf die Stelle. Die Atem fließt. Und dann guck mit der I-Atmung mal nach vorne zu deinen Händen. Ausatmen, lauf ganz langsam in kleine Schritte nach vorne. Vorbeuge. Lass deine Knie beugen, lass den Kopf schwer hängen. Dann atme I, bring deine Hände auf die Schienbein, Tischposition, mach deine Wirbelsäule lang. Und ausatmen, löse auf, setz deine Fingerspitze ab. Und dann stieg hier mit links. Ein großer Schritt nach hinten. Mit der I-Atmung zieht in die Wirbelsäule lang. Blick geht nach vorne. Und ausatmen, setzt die Knie ab. Fußrücken Erde. Wunderbar. Atme I, zieh dich wieder mit der Fingerspitze über vorne nach oben. Die Becke hebt mit. Und mit der Ausatmung komm tief. Atme I hier. Ausatmen, schieb die Popo nach hinten, nach oben, die vorderes Bein streckt, Fingerspitze ziehen nach hinten. Denk wieder dran, lieber die Knie ein bisschen beugt und Wirbelsäule lang. Und dann atme I nach vorne, ganz langsam kontrolliert. Und ausatmen nach hinten. I atme nach vorne. Und ausatmen noch einmal nach hinten. Atme I, komm nach vorne. Und mit der Ausatmung bring dir die Hände zurück nach unten. Setz deine Zehenspitze hinter ab. Heb die Knie nach oben.
Deine linke Hand schiebt jetzt fest in die Matte, macht deine Wirbelsäule nochmal lang. Dann atme ich die rechte Hand, geht über, zieht weit nach oben. Und mit der Ausatmung zurück nach Unluftmatte. Stieg mit rechts zurück, herabschauender Hund. Blick jetzt hinter zwischen deine Knie durch. Und in das Sitzbeinhocker zieh nach oben Richtung Decke. Den Kopf, den Nacken sind ganz locker. Guck mal unter dem linken Arm durch. Guck mal unter dem rechten Arm durch. Und dann atme hier nochmal I und Us. Und lass deine Knie ganz langsam, ganz kontrolliert nach Unduftmatte sinken. Leg deine Fußrücken ab. Dann lauf mit der Hand Richtung Knie. Die Oberkörper richtet sich auf. Und die Popos sitzt auf die Ferse. Bleib hier, ich drehe mich einmal zu euch. Und dann atme einmal tief durch. Schulter wieder entspannt. Und dann nimm einmal die Kinn ganz hoch zum Brustkorb ran, dass die Nacke ganz lang wird. Zieh die Steißbeine wieder ein bisschen mehr Richtung Boden nach unten. Spür die Länge nicht nur im Nacken, sondern in die ganze Wirbelsäule. Und dann führ von hier die Kinn einmal ganz hoch am Brustkorb entlang rüber zu den linken Schultern. Und über die Mitte zur rechten Schulter. Komm noch einmal rüber nach links. Und dann halt hier für ein paar Atemzüge. Guck mal über deine Schulter hinten rüber Richtung Boden. Atme tief I und Us. Und dann wechsel noch einmal rüber nach rechts. Und halt auch hier für ein paar Atemzüge. Guck auch hier mal über die Schulter rüber Richtung Boden. Und dann bring die Kinn ganz langsam wieder zurück zur Mitte. Nimm die Kinn nochmal ganz hoch zu dir ran, zieh die Steißbeine nochmal mehr Richtung Boden. Und von hier heb die Blick, heb die Kopf wieder geradeaus. Wunderbar. Dann lass jetzt mal die rechte Ohr zur rechten Schulter sinken. Entweder blieb hier, wenn das für dich schon reicht, wenn du ein bisschen mehr magst, dann zieh jetzt in die linke Hand Richtung Boden nach unten. Und genieß die Dehnung in deinem Nacken. Und dann guck mal, wenn du die Kinn ein bisschen mehr jetzt Richtung Schulter bewegst, ob dir das besser tut oder lieber die Ohr mehr Richtung Schulter nach unten sinken. Du kannst auch ein bisschen spielen hin und her. Das, was jetzt für dich am besten ist. Lass die Gesicht entspannt und lass die Kiefer ganz locker. Nimm dir hier noch einen Atemzug und dann löse langsam auf, bring die Kopf wieder zurück nach oben zur Mitte. Und lass von hier die linke Ohr zur linken Schulter sinken. Auch hier, wenn das für dich heute schon reicht, dann bleib hier. Wenn du ein bisschen mehr magst, dann zieh jetzt in die rechte Hand Richtung Boden nach unten. Spür, wie sich durch die Bewegung die Dehnung schon verstärkt. Deine Schultern sind ganz entspannt, ziehen weg von der Ohren. Und die Atem fließt. Und dann guck auch hier mal wieder, ob du die Kinn vielleicht ein bisschen mehr Richtung Schulter bewegen willst oder lieber die Ohr einfach nach unten sinken lässt. Spiel ruhig ein bisschen hin und her. Probier aus, was dir jetzt gut tut. Lass die Atem ganz sanft fließen.
Und dann nehmt ihr euch hier noch einen Atemzug. Und löst langsam wieder auf, bringt die Kopf wieder zurück nach oben zur Mitte. Und dann lasst deine Arme, deine Hände mal links und rechts einfach neben dem Körper baumeln. Und mit der I-Atmung zieh jetzt deine Schulter ganz weit nach oben, so weit wie es geht. Als könntest du deine Ohren mit der Schulter zustöpseln. Und dann atme hier nochmal I, zieh die Schulter nochmal höher. Und mit der Ausatmung los. Wir machen das nochmal so, atme I, zieh die Schulter so weit nach oben, wie es geht. Ausatme durch den Mund, los. Noch einmal so, atme I, zieh die Schulter nochmal höher. Und ausatme, los. Wunderbar. Und dann stütze mit den Händen vor dir ab, heb die Popo, schwing den Ball zu einer Seite durch, egal welche, und komm ins Sitze. Setz dich wieder so, dass deine Füße am Anfang von der Matte aufgesetzt sind. Heb dich gern wieder in deine Kniekehle. Atme ein, mach deine Wirbelsäule hier nochmal ganz lang. Und mit der Ausatmung werde rund und roll dich ganz langsam nach hinten runter, oft in die Matte. Und wenn du unter Akku bist, hol deine Füße wieder ein Stückchen näher zu dir. Streck deine Arme nach links und rechts, von dir weg deine Handfläche zeigen nach oben zur Decke. Und dann heb jetzt mal ein Fuß nach dem anderen von der Matte ab. Deine Knie sind über der Hüfte. Deine Wade parallel zum Boden. Deine Knie und Füße pressen ganz fest aneinander, als ob sie zusammengeklebt wären. Und dann hüpfen wir den Popo mal ein kleines Stück zur linken Seite. Einfach so ein Stück rüberhopsen. Und mit den Ausatmung. Lass jetzt deine Beine, so wie sie in der Luft sind, ganz langsam zur rechten Seite runter sinken. Probier wirklich deine Knie ganz fest zusammenzulegen. Bis deine Beine auf dem Boden abliegen. Und wenn du so akku bist, kann die Blick zur Decke gehen oder wenn es für den Nacken okay ist, zur linken ausgestreckte Hand. Schließ hier gern deine Augen, wenn du magst. Atme sanft I und aus. Lass deine Gesichtszüge wieder weich und entspannt werden, die Kiefer ganz locker. Mit jeder Ausatmung lass deine linke Schulter ganz sanft Richtung Boden sinken. Ganz ohne nachzuhelfen. Atme tief bis zum Buchnabel I. Und lang ausatmen. Genieß die kleine Drehung in den Wirbelsäule. Und dann nehm dir hier noch einen ganz tiefen Atemzug. Mit der I-Atmung bringen, ein Bein nach dem anderen wieder zurück. Nach oben, find nochmal die Mitte hier. Bind deine Knie und Füße wieder ganz fest zueinander, wade parallel zum Boden und dann hüpf einmal mit dem Popo rüber nach rechts. Und lass deine Beine mit der Ausatmung nach links auf den Boden sinken. Knie bliebe ganz fest zusammen. Wenn du unter Akku bist, geht die Blick entweder nach oben zur Decke oder wenn es für den Nacken okay ist, zur rechten, ausgestreckte Hand. Schließ gern wieder deine Augen. Lass die Atmung ganz sanft fließen. Mit jeder Ausatmung lass deine rechte Schulter Richtung Boden sinken. Auch hier wieder ganz ohne Nachzuhelfen. Dann atme auch hier noch einmal tief I, lang aus. Und mit der I-Atmung bring ein Bein nach dem anderen
zurück nach oben. Find nochmal die Mitte, setz deine Füße noch einmal vor dir ab. Deine Arme liegen entspannt links und rechts neben dem Körper. Hol deine Füße wieder ein bisschen näher Richtung Popo. Und wir hören auf, wie wir angefangen haben. Mit der Einatmung heb die Popo ab, schieb deine Hüfte nach oben. Aber halt jetzt hier. Und dann verschränk einmal deine Finger unterm Rücken, deine Hände so eine kleine Päckle. Und dann watschel mal deine Schulter jetzt so richtig unter die Rucke drunter, links und rechts, richtig drunter stopfe. Schieb deine Hüfte nochmal höher Richtung Decke. Und dann halte hier für 2 Atemzüge. Lass deine Knie nicht nach außen kippen. Atme nochmal tief I hier. Und mit der Ausatmung löst erst deine Hände und deine Schulter wieder. Und dann leg ganz langsam nach unten ab. Öffne deine Füße wieder so weit, dass deine Knie ganz entspannt zueinander sinken können, sich gegenseitig stützen. Lass deine Arme ganz entspannt links und rechts neben deinem Körper liegen. Und dann schließ hier noch einmal deine Augen. Atme ganz tief durch deine Nase ein und lang wieder durch die Nase ausatmen. Noch einmal ganz tief einatmen und werd leer mit der Ausatmung. Stell dir jetzt vor, du kannst mit jeder Einatmung neue und frische Energie in dich aufnehmen. Und mit jeder Ausatmung gibst du die ganze Anspannung und Anstrengung von der letzten Stunde ganz einfach über deine Matte in die Erde ab. Atme tief durch deine Nase ein. Und mit der Ausatmung gib jetzt alles Alte, alles Verbrauchte ab. Lass mit jedem Atemzug neue und frische Energie durch den ganzen Körper fließen. Atme hier noch zweimal ganz tief I und Us. Und dann dreh dich auf deine linke oder rechte Seite. Und komm über die Seite ganz langsam nach oben. Komm noch einmal ins Sitzen. Setz dich noch für einen Moment ganz bequem in Schneidersitz oder auf deine Knie, das was jetzt für dich besser passt. Mach deine Wirbelsäule nochmal lang und dann atme mit mir zusammen I mit der Hand über die Seite nach oben. Streck dich ganz lang. Und mit der Ausatmung bring deine Hand vor die Herz. Senk den Blick und dann schenk dir selbst hier nochmal ein aufrichtiges Lächeln und ein Dankeschön an dich selbst. Und ich danke euch auch fürs Mitmachen. Namaste. Vielen Dank, ich hoffe, es hat euch gut gemacht.